La Sportiva Testarossa, eins der schönsten Kletterschuhe, die meiner Meinung nach je gebaut worden sind. Testarossa ist ein Schnürer, wie man sieht, mit einem mittelharten Solle, die nur bis zur Hälfte reicht. Es ist eine Halbsäulenkonstruktion. Stark vorgespannt im Vergleich zum Miura oder Katana. Hat einen ordentlichen Downturn, so kann man schon Downturn nennen, finde ich. Und ist seinerzeit auch ein Novum gewesen, weil er einfach nur aus mehreren Materialien gebaut worden ist. Also nicht nur aus Leder, sondern damals aus Lorica. Also hier findet man Lorica hier im Zehenbereich, unter der Gummierung und in der Ferse. Lorica gibt sehr gut nach und soll sich nicht dehnen, also so richtig dehnen tut sie es auch nicht, aber sie passt sich dem Fuß ganz gut an. Ansonsten ist die Spitze wirklich sehr präzise. Es ist sehr präzise und was La Sportiva angeht, meine persönliche Meinung nach, das feinfühligste und sensibelste, was es gibt. Die mittelharte Sohle ist eine wirklich sehr gute Mischung, um in der Fränkischen mal eine Platte zu klettern, aber auch mal dann im anschließenden Dach ordentlich mit den Zehen noch greifen zu können. Ne? Also das ist schon echt ein super Schuh für solche Geschichten. In senkrechten und plattigen Klettereien, die durchgehend sind und sehr lange sind, ist es ungünstig, weil der Schuh ist ja trotzdem recht flexibel hier im Mittelbereich und die Sohle ist nicht steif genug, um da 30, 40 Meter auf kleinsten Tritten zu stehen und nicht zu ermüden. Also ich habe immer brennende Füße gehabt. Eigentlich kein typischer Boulderschuh ist, weil die Zehengummierung und die Konstruktion ja nicht so super toll für die Duhok sind. Man hockt dann größtenteils auf großen Flächen auf der Schnürung und die ist halt natürlich rutschiger als so ein Gummi. Aber dennoch, also das Graben mit dem Fuß, das Saugen, das funktioniert prima. Die Hooks lassen sich sehr gut legen. Die Fersengummierung ist zwar sehr dünn und auch nicht durchgehend, aber die verformt sich dann halt so in bestimmten Strukturen und bleibt dann auch echt gut haften. Also wenn man dann einmal einen Formschuss hergestellt hat, dann hebt der Schuh wirklich sehr gut und man hat auch ein sehr sicheres und gutes Gefühl beim Hupen. Ansonsten ein wirklich sehr schicker Schuh. Die asymmetrische Form kommt mir persönlich entgegen, da muss jeder für sich selbst entscheiden, ob es zu seinem Fuß passt. Die Schnürung bietet die Möglichkeit, verschiedene Fußvolumen sehr gut zu verpacken. Also ich habe recht breite Füße, muss ein bisschen weiter schnüren, aber wenn man einmal drin ist, dann ist es wirklich auch so sockenähnlich und der Schuh passt sich mit der Zeit auch durch Leder sehr gut im Fuß an. Also man hat dann seinen persönlichen Kletterschuh, der super passt und wenn man dann natürlich sehr viel schwitzt, dann weitet sich natürlich noch mehr. Aber ansonsten kann ich nicht sagen, dass es übermäßig weitet. Also ganz normal, das Sportiva typisch. Was mir persönlich nicht so gut gefällt, ist diese lange Zunge. Die ist manchmal im Weg, aber beim Klettern stört sie nicht. Aber ja, war damals wahrscheinlich in, als es konstruiert wurde, konzipiert worden ist. Hier findet man auch so eine kleine Zunge an der Ferse. Die Vorspannung der Ferse ist auch recht stark. Man sollte den auch immer aufschnüren. Ein Kumpel ist von mir, ist es sehr oft passiert, dass der hier dann einreißt am Leder. Die Vorspannung im Mittelfußbereich bleibt sehr lange bestehen, dank dieser gekreuzten Gummibänder, die den Fuß stützen im Fußgewölbe und auch ein bisschen unterstützen. Man kann halt wirklich super greifen, einmal mit den Zehen und zum anderen halt mit dem gesamten Vorderfuß durch diesen flexiblen Bereich. Sehr beliebter, geliebter La Sportiva Kletterschuh, der auch in puncto Haltbarkeit also wirklich sehr gut ist. Ich schone ihn zwar, aber man sieht jetzt nicht so starke Verschleißerscheinungen. Es ist der einzige, bei dem ich kein Gefühl habe, dass hier totes Gummi ist in der Schuhspitze, sondern wirklich der Zeh ist bis vorne dran und man hat wirklich in jeder erdenklichen Fußposition perfektes Gefühl. La Sportiva Testarossa, jetzt schon ein Klassiker, sehr zu empfehlen.